Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, jetzt habe ich offline mal so in-game 3 Stunden lang den Wald weggekloppt. Und ja, es war schon heftig. Muss ich nur gucken, shit, wo habe ich denn für diesen Roboter Gedönse hier? Zion, die konnte ich doch auch irgendwo herstellen. Den könnten wir nämlich gleich mitbenutzen. Das heißt gleich nachher später. Da war es doch, glaube ich, ja. Eisen brauche ich dafür. Das ist aber ein Hammer. Sehr schön. Ja. Das ist ein Hammer und dein... Kein Geschütz. Aber das macht ja gar nichts. Wir hatten ja noch ein Level up und Punkte zu verteilen. Ich glaube, auf Int wollten wir noch was setzen. Henker, ne? Bla bla bla, fortgeschrittener Ingenieur. Schriftler. Arbeitsstation, Zementmaker und fertige damit bla. Mechaniker. Gerne im Ödland Fahrzeuge zu bauen. Die können auch ohne Eigenschaften aus Teilen zusammengesetzt werden. Ja toll, habe ich doch schon Fahrräder. Naja, egal. Belohnung ist kacke, das ist kacke, das weiß ich noch nicht. Wie war denn das jetzt? Moment mal, ich brauche dafür Level 4, super. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch einen auf da machen. So, du lernst nicht gern Neues, aber wenn es sein muss, dann tust du es. Du verursachst 230% mehr Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Schockstäben und Robotikgeschütztürmen eine Chance auf... Ah, okay. Wir müssten gleich eigentlich ein Level up haben. Ja, jetzt muss ich erstmal hier gucken, Mist. Dup, dup, dup. So, Pilz haben wir da eigentlich jetzt auch wieder. Ne, doch, wir haben wohl wieder einen Samen bekommen. Den Samen können wir direkt da wieder einsetzen. Wieder dran poppen. So. Mal hier rein. In der Meinung, ich hatte irgendwo auch mal Sand. Weiß ich gerade nicht, dann hauen wir den Sand halt hier hin. Das ist für Elektrogedönse nachher. So, wir sind jetzt schon mal soweit fertig. Also die Tour zu dem anderen Händler machen wir heute nicht, weil das wäre nicht so wirklich toll. Holzfensterläden, nee, ich glaube, das ist auch nicht so super. Eisenfenster lesen, Eisenleitertür, Kappenbla, Eisenleiter, Eisenbla, Fackel. Eine Werkbank wäre, glaube ich, schon was Feines. Ich denn verdammte Axt hier? Das Ding hier vielleicht? Ich guck mal kurz. Naja, nee, nicht wirklich. Das sind die nicht. Ehrlich, das Kamera.
kann man eigentlich hier wieder zerlegen? Ich glaube, ich baue hier einfach mal die Teile rein. So, hier auf jeden Fall auch. Aber wenn ich jetzt das Ding da reinbaue, das Feuer zu, ne? Das sieht natürlich dann blöd aus. So, da bauen wir auf jeden Fall hier mal zu. Das passt auch nichts. So, keine Ahnung gerade. Der ist leer. Könnten vielleicht, warte mal. Ach ja, hier ging ja eigentlich irgendwas. Oh, Leute. Bin zu blöd, jetzt hier was drauf zu bauen. Geht nicht. Dann müssen wir hier rüber hüpfen. Ne? Ja, läuft. Ja, nee, eigentlich soll das Ding hier oben dran. So. 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 Glaube ich, war es zumindest. Ja, von hier aus kommen wir dann auf jeden Fall auch hier hoch. So, eigentlich hätte ich gerne... Was ist denn hier? Das sind Fensterläden, nein. Holzknüppel, Robotikgeschützturm. Ja, dafür müsste ich aber erst ein Robotikgedönse bauen oder finden. Da ist auch nichts. Nein. 116 wären das. Bonbon-Dosen, Minen, Eisenschaufel. Eisenspitzhacke 3. Gut, ich habe eine 5er da. Dafür brauche ich geschmiedetes Eisen. Ist auch ein 3er. Habe ich, glaube ich, hier auch schon. Da ist er doch. Da, ja. Das ist übrigens noch Samen, der unten rein soll. Eine Eisenschaufel könnte ich mir herstellen mit 32 geschmiedetes Eisen, okay. Schraubenschlüssel kann ich noch immer nur einer herstellen. Lagerfeuer. Rausholen, die kann ich machen, die kann ich machen, die kann ich machen. Dafür brauche ich... Ja, ich sollte vielleicht mal so ein bisschen... Ja, jetzt nicht in Sicherheit gehen, aber... Mal ein bisschen nach unten gehen. Könnte natürlich... Beete und Felderblock machen.
Aber das eigentlich alles erst beim nächsten Mal am besten. Und jetzt gerade sollte ich mal gucken. Dass ich hier vielleicht ein wenig... das Zeug fertig krieg. Naja, gut, so ganz ehrlich gesagt. Das hier echt auch mal anschauen. Ja, da geht nichts hin, da geht was hin. So, sehr schön. Jetzt hätte ich auf jeden Fall schon mal Level up. Ich sollte das hier gerade mal tauschen. Geht einfacher. Den da rein. Definitiv so. Oh, okay. So. Also ich möchte das Ding jetzt hier auch ein bisschen was ausbauen. Vielleicht sogar noch eine nächste Etage drauf. So, auf jeden Fall mal schauen, wie es hier wird jetzt gleich. Na, da ist schon mal weg. Jetzt warten wir ein wenig die Ausdauer ab und schauen mal, was hier kommt. Wir sind in Tag 14. Eigentlich müsste doch heute Blutmondnacht sein. Warum zeigt er mir das noch nicht an? Oder erst ab Mittag? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Aber eigentlich sollte der das doch, glaube ich, an dem Tag schon anzeigen. Keine Ahnung, ob da was in den Einstellungen falsch gelaufen ist. Aber das sehe ich ja dann erst beim nächsten Neustart. Sehr schick. Das hier auf jeden Fall mal rausklappen. Ne, das muss auch noch weg. Oh, sehr schön. Und dann baue ich mir hier demnächst noch irgendwo... funktioniert.
Ja, dahinter funktioniert es jetzt gerade nicht, weil wegen ist nicht. Weil da halt das Ding hinterhängt. Aber das ist ja eigentlich egal. Deshalb loppe ich jetzt einfach hier nochmal weiter weg. Auch. Da passt es auch wieder nicht dahinter. Oh, boah. So. 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 Ich fange mal wieder deine Ecke an. So. Das würde auch passen. Da passt es nicht. Das heißt, wir müssen da was wegkloppen. So, passt. Passt auch, passt auch. Da passt, da passt. Da passt wieder nicht. Sehr schön. Da passt auch nicht. So, das passt. Das heißt, ich muss den noch wegkloppen. Das ist weg. Oh, jetzt wird es angezeigt. Ab 8 Uhr erst morgens. Okay. Ich bin durstig, ja. Dann geben wir uns doch mal ein Schlückchen Kaffee gönnen. So, benutzen. Ein Teil davon benutzen wir mal. Sind wir ja soweit fertig hier. Die sollen ja dann auf gar keinen Fall da reinkommen. Deshalb ziehe ich jetzt hier, wie gesagt, das Ding noch vor. So, das dahin. Das scheint aber schon wieder nur noch Sand zu sein. Mhm. Hm. Kurz. Das ist nur Sand. Ja, dann hauen wir das da mal so rein. Da oben ist noch Platz. So, so. Eigentlich ist es jetzt hier gerade eigentlich ziemlich blöde. Aber wir haben jetzt hier den nächsten freigeschaltet. Tüftelein, Schmiede, bla. Ah, fertige Arbeitsstation und Zementmecher. So. Muss ich jetzt hier mal kurz schauen. Oh Mann. Unter Zeitdruck arbeiten war noch nie so meine Stärke.
Das ist mal falsch. Da bin ich erst recht falsch. Fortgeschrittener Balk. Ne, den kann ich auch noch nicht bauen. Dafür brauche ich, was brauche ich denn? Zutaten, Beschreibung. Freigeschaltet. Obwohl, hä, ist freigeschaltet? Ne, kann ja nicht. Der kann nicht freigeschaltet sein. Ach Mann, ist das ein Mist hier. Wo ist der? Eben irgendwo diese blöde Kack-Arbeitsgedönse hier. Gesicherte Aufbewahrungskiste. Ja, das haben wir da, das haben wir da. Hier geht's nicht weiter. Och Leute. Da ist, nee, da ist hölzerne Ablage. Ach, hier ist die Werkbank. Für die Werkbank brauche ich 25 geschmiedetes Eisen. Okay. Werkbank 25 geschmiedetes Eisen. Kriege ich da 25 zusammen? Kriegen wir. Sehr schön. 25 geschmiedetes Eisen. Ich brauche 20 mechanische Teile. Ja, dann müsste ich die eigentlich gleich fertig haben. Wo haben wir so die mechanischen Teile? Mechanischen Teile, 20 Stück. So, ach Quatsch, so. So. Nein. So, 20. Das wieder zurück, das wieder zurück. Dann kann ich mir gleich noch definitiv eine Werkbank bauen. Erstmal die blöde Lampe hier weg. So. Obwohl, das ist auch blöd. Das Bett kann eigentlich auch weg. Ich baue mir das Ding hier auch mal weg. So, sehr schön. Dann schaue ich jetzt hier noch. Wir haben gerade 20. Nee, 12. Ja, das dauert noch mindestens eine Minute. Obwohl, nee, eine Minute doch. Eine Minute für alles, okay. Und dann läuft das ja. Jetzt auf jeden Fall gleich diese Werkbank hinbauen. Amboss kann ich immer noch nicht herstellen, das ist doch blöd. Ich bräuchte einen Amboss. Habe ich aber auch immer noch keinen gefunden, fällt mir ein. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier... da glaube ich war es jetzt. Nein, da war es natürlich nicht. Meine Fresse hier. Dip, 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 dip. Boah, wo finde ich es denn jetzt schon wieder? Es ist jetzt gerade echt so, da ist doch die Werkbank. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil oder so. Okay, ich brauche 3,30 für die Werkbank. Wo hatte ich denn eben? Ne, das sind sie nicht. Ja, die Bretter, diese 12.000, die da noch liegen, sind die... Also ist doch gut. Sind übrigens die, die
Holzhacken übrig geblieben sind. So. So, den erstmal weg. Brauche ich die nämlich nicht ausbauen hier? Nein, ach scheiße. Naja, egal. Das kommt davon, wenn man zu schnell ist. Sehr schön. Das da rein, das da rein. Da rein. Hopp. Ein A. Da rein, da rein. Dann sieht es hier auch ein bisschen wohnlicher nachher aus und nicht unbedingt wie in einem unterirdischen Loch. Ja, man kann sich das schön reden, aber ich rede mir das gerne schön. Weil ich mag es halt lieber ein bisschen wohnlicher. Wie halt immer zu sehen, dass ich hier in der Höhle wohne oder so. So, hier geht es nachher weiter dann irgendwann. Hier muss ich dann noch gucken, wie ich das mit dem... Wie ich das mit dem... Was habe ich denn jetzt da weggenommen? Verdammte Hacke. Ja, dann passt da, da. Da. So. Gut, da packe ich meine Schrotze rein. Was ist hier eigentlich? Doch da. Kein Honig mehr? Wir hatten doch hier auch mal Honig. Oder wo habe ich den Honig? Oder habe ich den Honig? Da. Ah, da ist der Honig. Der will da nicht rein, weil wir da schon 10 Stück drin haben. Dann machen wir das so. Dann. E drücken. Wir können das Messing da noch reinpacken. Sehr schön. Yeah. Dann baue ich jetzt, Mann, hier, das mal kurz dahin. Bauphasen bei mir sind immer chaotisch. So, da passt nichts hin. Das heißt, wir müssen hier mal eben durchkloppen. Das ist schön. Das passt auch. Das passt nicht. So. Was sind wir denn jetzt hier ein? 2 hoch. Ziehen wir hier eine Wand noch zwischen oder so? Machen. Dann haben wir den da hin.
Nein! Voll geil. Wir hauen uns hier gerade unser Holz kaputt. So. Weil ich gerade irgendwie nicht wirklich treffe. So, nein, falsches Ding. Das dahin. Ah, kurz gucken. Okay. Keine Ahnung, was ich da kaputt geklappt hatte. Das da hin. Das da rein. Da muss noch was weg. Sehr schön, das da in der Ecke noch weg. So, dann das da rein, das da rein. Und ich sehe gerade, unsere Zeit ist abgelaufen. Die halbe Stunde, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ist vorbei. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ja, nicht nur mit dem Bauen und gucken, dass hier alles weiterläuft, sondern ja. Auch mit der Vorbereitung auf die Blutmondnacht. Nein! Scheiße. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, der Falli.